Adnan. Adnan einfach als. Oh mein Gott. Oh, nee. Ich sag nicht, dass es ein Snipe ist. Es ist ein Deutscher, oder? Auf dem Account. Wie hoch sind wir? Haben wir neuen Trophäenrekord? Plus 28. Wie hoch sind wir? Legendäre Truhe, was? Hey Leute, wir sind heute am letzten Tag der Saison. Das heißt, wir müssen heute nochmal irgendwie hochkommen. Wir sind jetzt schon auf Trophäenrekordhöhe. 1551. der Welt bei über 7100. Und wir haben dieses neue Deck hier von Niklas. Das ist ein deutscher Golem-Profi, kopiert. Golem, Henker, Kobold, Käfig. 4,5er Cycle, absolut heftig. Ich will einfach heute schauen, ob wir noch hochkommen können. Und es wird heftig werden. Würde ich sagen, euch wie immer viel Spaß mit den Highlights. Und wird nice werden. Okay. Krachen wir vom Gegner. Irgendwie, wir haben so ein krankes Matchup. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm. Alter, ist fast alles tot. Okay. Aber nicht alles, nicht alles, nicht alles. Wir gehen noch weiter rein. Wir gehen auf jeden Fall noch weiter rein. Der Golem hat auch ordentlich Leben. Henker ist auch dabei. Let's go. Das meine ich halt. Oh mein Gott. Der hat die Goblins gefällt. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Alter, was ist das für ein erstes Match? Okay, leider, der Henker steht leider weg. Das tut ein bisschen weh. Ich bringe noch einen Drachen, wie wir kommen. Das lohnt sich. Weil das Ding ist, die Flugmaschine wird wegsterben. Ja. Die hätten wir sonst sehr schwer down bekommen. Weil ich weiß nicht, wir machen halt auch Schaden am King Tower. Ja. Seht euch den King Tower an. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Ich würde sagen, wir bringen einfach einen Golem davor, ne? Ja, ja. Und dann Henker halt einfach seine Arbeit. Ja, dann muss der Henker einfach seine Arbeit danach machen. Okay. Ja, das habe ich mich halt dagegen entschieden, den Henker hier einzusetzen. Sondern mich eher dafür entschieden jetzt hier. Es war eine gute Idee von ihm auf jeden Fall. Wir hatten auch leider kein Drachenbaby im Cycle. Das hat sehr weh getan. Das hätten wir es auf jeden Fall gemacht. Wir haben den nächsten Lava und Gold. Der sieht gerade echt nicht so geil für uns aus. Aber wir haben gleich einen Henker bereit. Dann soll es eigentlich geklärt werden, hoffentlich. Wir brauchen jetzt hier ganz schnell einen Henker. Hauptturm, schaut auf den Hauptturm. Der Henker auf dem Hauptturm. Oh mein Gott, er muss keinen bringen. Das ist so gut für uns. Hauptturm einfach weg fast. Ja, okay, das sollte eigentlich gewonnen haben. So gut wie. Ich bringe jetzt hier einen Tornado drauf. Defensiv Dark Prince. Barbaren fast defensiv. Einfach irgendwas machen. Und wir haben gewonnen. Ja. Alter, nochmal ein ganz schönes Struggle am Ende auf jeden Fall, aber wir haben es geschafft. Geil. Wie hoch sind wir? Haben wir neuen Trophäenrekord? Plus 28. Wie hoch sind wir? Legendäre Truhe, was? Oh mein Gott, geil. Wir waren fast drauf auf jeden Fall. Das ist geil. Let's go, das war so wichtig, Alter. Ganz wichtig. Sehr schön. Wir ignorieren die Banditen. Warum sollte ich verteidigen? Geil. Nächster Golem. Ah, der Eos auf der. Okay, aber ist in Ordnung, wir haben sowieso auf der. Ah, ich habe vergessen, dass der King Tower nicht an ist. Der King Tower ist nicht aktiviert, natürlich nicht. Ich dachte. Na, Junge, ey. Ich dachte, der King Tower wäre aktiviert. Ich bin so lost gerade gewesen. Egal. Wir kommen jetzt mit einem eigenen dunklen Prinzen. Wir heben uns immer den Koboldkäfig auf. Wie geil ist das bitte? Wir brauchen, glaube ich, gar nichts mehr weiteres. Kann ich hier reingehen einfach? Ich brauche jetzt hier noch irgendwas. Ach shit, ich treffe nicht mehr, was? Ich treffe ihn einfach nicht mehr. Es ist schon wieder so eine Interaktion, wo ich mir denke, WTF, wieso treffe ich ihn jetzt gerade nicht? Wir hätten gewonnen, glaubst du, so gut wie gerade. Aber es sieht immer noch gut für uns aus, alles gut. Trotzdem, das war jetzt echt ein bisschen. Snado. Das war ein bisschen komisch, oder? Vorbei. Ja, der Ebus stunten leider, okay. Wir haben eine gute Ausgangslage. Wir haben echt eine gute Ausgangslage. Ich bringe jetzt hier keinen Lightning, ich weiß, ich glaube, es wäre nicht gut für mich. Ne, das wäre nicht gut. Wir können einfach jetzt hier einen Drachen nehmen. Wir können es auch einfach hier einen Henker bringen. Der Henker rasiert ist hier weg. Komm, ein Hit. Ja, das ist geil. Alter, er gibt uns auch echt diesen Value. Aber es wird heftig. Wir müssen so defensiv spielen. Boah. Drachen, die. Muss auch setzen eigentlich. Ja, ein Ego ist jetzt geil. Jetzt können wir wieder ein Ding. Ja, jetzt können wir wieder reingehen eigentlich. Gehen wieder in die Brücke rein. Sehr gut. Das Ding ist halt, wir können ihn so entspannt deffen. Das tut halt weh, ne? Moment, sein beschissener Fischer aber auch, ne? So lächerlich, er kann jetzt Lightning bringen. Oh mein Gott, der haut rein, der Lightning. Sehr schön. Wir machen halt immer wieder ein bisschen Schaden, aber an sich ist Fischer, ihr könnt es euch ja vorstellen, ne? Fischer ist schon ein ganz mieser Konter gegen Golem. Dann auch noch Packer, ey. So lächerlich. Solchen Decks. Das ist gut für uns. Der ist ernsthaft am Turm dran. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Aber wir haben noch ordentlich Leben am Turm. Wir haben noch nicht verloren. Trotzdem, es tut natürlich trotzdem weh, keine Frage. Ich wusste es. Dunkler Prinz. Wir haben ihn. Was war das? Ein Packer? Ich hab einfach gewonnen. Kommt er doch.
Geil, wir haben gewonnen, glaube ich, so gut wie. Das Wichtigste war gerade einfach, dass Mega-Minion angegriffen wurde. Und wir haben schon großen Schaden zu Vorsprung. So, jetzt einfach aufpassen. Das wird hier nicht so muss machen. Das ist ein Boden davor. Jetzt muss eigentlich ein Prinz anhieb, macht er. Oh. Kann er drauf connecten? Nee. Shit. Wir hätten eigentlich schon gewonnen gehabt jetzt. Wir hatten eigentlich gewonnen. Und es ist wieder so dumm von mir. Wisst ihr, ich verspiele. Ich bin wieder zu offensiv gegangen einfach. Ich mache die ganze Zeit dieselben Fehler. Ich gehe die ganze Zeit. Ist aber auch wirklich verdient. Ich mache die ganze Zeit dieselben Fehler, dass ich zu offensiv gehe. Das ist einfach zu offensiv. Okay. Trotzdem, wir haben eine gute Ausgangslage. Golem ist natürlich geiler. Doppel-Elixier-Phase. Bringt jetzt hier einen Riesen rein. Der kriegt eigentlich zwei Hits mit. Das ist so krank viel Schaden. Ihr seht es ja hier. Wie viel Schaden das direkt ist. Wahnsinn. Kommt der Prinz rein? Wir haben die Ausgangslage. Wir müssen es nur nutzen. Wir haben definitiv die Ausgangslage jetzt hier zu gewinnen. Ja, okay. Ich dachte, wir können es vielleicht krassen Flächenschaden oder so rauskriegen, aber ist mir auch aufgefallen, dass wir leider das Problem haben, dass er auch einen krassen Fireball werfen kann. Ich vergesse immer, was er für Spells spielt irgendwie. Ich bin Lightning. Ich treffe den Evos leider nicht. Guter Evos von ihm. Wir machen trotzdem wieder Schaden im King Tower. Alter, das ist ein krankes Spiel wieder, ne? Okay. Geh rein. Jetzt geht es auf Zeit, ich glaube, bisschen schneller. Oh mein Gott. Es wird heftig werden jetzt. Der Kobold-Koloss macht so einen guten Job. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube, er kann nichts machen jetzt. Wir haben gewonnen. Wir haben safe gewonnen. Wir haben gewonnen. Oder? Nee. Nicht zuvor schnell. Halten. Haben wir jetzt gewonnen? Mini-Golems! Reichen die aus? Kann das nicht wahr sein, oder? Wenn wir jetzt deswegen verlieren, kotze ich aber. Was ist das jetzt? Hä? Was soll das jetzt werden? Was soll das bringen? Wobei. Ist das dumm, oder? Sehr dumm. Einleiten. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. 7200. Plus 33. Erstmal vielen, vielen Dank für den Support heute. An alle, die jetzt dabei gewesen sind. Oder dabei sind. Wir haben wirklich 7200. Wie hoch sind wir? Okay, also das war jetzt definitiv nicht so geplant von ihm. Oh mein Gott. WTF einfach nur. Okay. Was ist das für ein Poison? Ah, das ist. Okay, ist in Ordnung. Gibt keine Session. Wir ziehen ihn weg. Das sieht gut aus. Wenn wir das holen würden, wäre es so geil. Das wäre so wichtig. Was macht er jetzt? Geht mit der Reiterin rein. Mach Flächenschaden. Oh mein Gott, ey. So schlecht von ihm da reinzugehen. Mit dem Poison auch nicht gut von ihm. Ja, ich dachte kurz. Alles gut. Wir bräuchten zwei Blitze, aber das wäre auch wichtig. Oh mein Gott, der geht zurück, so wichtig. Okay, jetzt können wir den Drachenweg rein. Golem an die Brücke. Das ist so gut für uns. Ich glaube, wir haben gewonnen. Jetzt ein Lightning einfach drauf, haben wir eigentlich gewonnen jetzt. Wir treffen ihn. Ich glaube, wir haben jetzt gewonnen. Ganz ruhig bleiben. Da war was drin. Reicht es aus. Das ist wieder ein Hit, das ist so lächerlich, ne? Aber egal. Deffen jetzt einfach. Moment, das ist. Was ist das? Ja! Was ist los? Es läuft einfach. Plus 30. Wie hoch sind wir? 7242. Fast Top 1000 der Welt. Lenker reinbringen. Klar, wird wieder guten Lightning draufwerfen, aber. Er trifft nicht, sehr gut. Er trifft diesmal nicht. Okay. Tornado kommt. Zieh ihn ran! Oh mein Gott! Zieh ihn ran! Oh mein Gott, der Henker! Der Henker! Noch mit! Oh mein Gott, ey. Das kann jetzt ein Turnaround werden, natürlich. Ich muss das Pech da reinbringen, sehr gut. Das kann nicht wahr sein, ey.
Was war das denn? So lucky, das war so lucky für uns, ich fasse es nicht. Also manchmal muss man einfach Glück haben. Jetzt können wir gleich einen Lightning hier drauf werfen. Ja, macht gut. Okay. Ja, seht es an, seht es euch an. Das ist natürlich auch der Henker kacke gewesen. Aber ich bin gleich noch ein Lightning. Ja, okay. Wird ein hartes Match werden, ey. Oh je, das wird hart werden. Das wird richtig hart werden. Ist ein Lightning? Könnte eigentlich springen jetzt. Ein guter Lightning. Ein Lightning ist auch klar, eigentlich. Todesschaden. Todesschaden. Problem jetzt. Kein Problem. Kein Problem. Was geht? Der Ding zählt mit. Ich weiß nicht, wie wir es gewinnen wollen, ey. Ich weiß nicht, wie wir es gewinnen wollen. Nächster Golem. Das Ding ist halt, er hat Fischer und Tornado. Ich hab gar nichts. Er hat Fischer und Tornado. Das ist halt so lächerlich. Ich bin Kobold Capture direkt rein. Das Ding ist halt, jetzt kann er halt einen Fischer setzen. Ich kann halt nichts machen. Das ist halt lächerlich. Aber muss erstmal setzen. Hä? Hallo? Bring mal den Fischer. Ja, da kommt er schon. Ja, das tut weh. Ich will ausgleichen drin. Ich kann nichts machen. Er hat einfach so im 8. Ich hab hier am Turm. Ich kann nichts machen. Das ist echt nicht so geil. Er kann jetzt eigentlich mit Ballon reingehen. Ich hab, glaube ich, verkackt. Ja, ich bin Koboldkäfig. Ja. Er geht aber nicht rein, okay. Das ist sehr gut für uns. Was ist das für ein Lightning-Level? Ich glaube, wenn es nach hinten geht. Das wird ein heftiges Match werden. Okay. Er scheint auf Defensive zu gehen, dann können wir sofort mich jetzt hier in Scharfrichter reinbringen. Oh mein Gott. Verkackt, total verkackt gerade von ihm. Das ist so wichtig. Jetzt können wir den Tornado reinbringen. Die müssen jetzt direkt wegsterben. Sehr schön. Ich glaube, wir können ihn damit bekommen. Ich wollte jetzt eigentlich einen Lightning, aber egal. Was? Okay, ist in Ordnung. Haben wir ihn? Ja, wirklich direkt weg. Ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn wirklich. Wir könnten jetzt hier einen Lightning. Wir brauchen eher den nächsten Henker. Wird wahrscheinlich verbannt. Genau, das meine ich. Oh mein Gott. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben den nächsten Sieg. Was ist los? Alter. Shit. Das hat jetzt natürlich wehgetan. Stopp mal. Oh mein Gott, der klingt. Ist es gut? Ist es gut oder schlecht? Klingt aus an, ich glaube es ist. Ich weiß nicht. Okay. Gut, werfe ich rein. Es wird natürlich der nächste Lava-Push kommen, das ist klar. Ja. Ich muss jetzt mit umgehen können. Okay, macht er gut. Ich hatte eigentlich versucht, den Dings noch mitzuziehen. Shit, der wird. Ne, okay, sehr gut. Die pappen zum Glück auf. Die pappen auf. Ihr wisst, was ich meine. Die sind zum Glück aufgeplatzt. Wichtig. Es wird wahrscheinlich der nächste Ballon kommen. Ja, ja. Das ist nicht so schnell für uns, glaube ich, der Henker. Ich glaube, wir können es wirklich holen. Aber wir haben auch Matchup. Wir müssen es auch eigentlich holen. Aber es ist halt nicht einfach. Das glaube ich jetzt wirklich. Wenn wir jetzt hier einen Golem in die Mitte bringen, kann er glaube ich nichts mehr machen. Was will er jetzt noch machen? Kann es höchstens den Ballon vielleicht reinpushen. Der Henker, was auch der denn für eine Ehre-Aktion gerade? Luca Prinz. Ja, jetzt pusht er rein, genau, das war zu erwarten. Ich bin jetzt hier schon mal den Koboldkäfig hin. Wir haben gewonnen. Der kann nichts mehr machen. Leute, was ist gerade los? Wir sind bei 7300. Adnan. Adnan einfach als. Oh mein Gott. Oh, nee. Ich sag nicht, dass es ein Snipe ist. Es ist ein Deutscher, oder? Auf dem Account. Oder ist es. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ach komm, wenn nicht, ist mir egal. Ich muss jetzt gegen abhärten. Ich muss jetzt eigentlich auch runter, weil das Schwerwerfen jetzt anfängt. Naja. Oder gibt ihr mir jetzt einen Freewin? Du gibst mir jetzt nicht ernsthaft einen Freewin, oder? Wow. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nein, Adnan, ich will keinen Freewin. Ich will ihn nicht. Nein. Junge, ich hätte. Nein. Es ist ein Snipe, ja, aber er gibt mir einen Freewin. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ah. Ehrenmann, ja, also danke an ihn, weil ich will das ist eigentlich gar nicht. Ja, freu dich doch, aber ich will doch eine Leistung zeigen. Jetzt habe ich will doch. Oh. Also, ich sage immer danke, natürlich ist sehr nett gemeint von dir. Vielen, vielen Dank. Aber ich will ja die. Ich meine, durch Snipes zu erreichen, ist jetzt nichts. Kann ja jeder. Ich will ja die nicht 7-3 nicht durch Snipes erreichen, aber danke trotzdem. Jetzt hat mir die 7-3. Sollen wir jetzt einfach noch eins machen? Sagen alle, lass gut sein, hör auf.
Ich glaube, Leute, halt, ja, okay, wir hören auf. Okay, Leute, dann an YouTube, tut mir jetzt echt leid, das letzte. Also, vielen Dank an Erdmann für den Sieg am Ende. Richtig korrekt. Ich weiß nicht, wir hätten es wahrscheinlich auch so schaffen können. Die Zeit läuft jetzt weg, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich einen Top 1000, finde ich. 7300 Trophäen, euer Trophäenrekord. Wir könnten an sich noch weitermachen, aber ich will jetzt auf jeden Fall halt zum Speerhof-Finale von der Leichtathletik-WM gehen. Habe ich schon so gesagt und wird eine geile nächste Season werden. Freue ich mich schon drauf und ja, ciao.